So, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Myst Exile. Wieder mit tierischer Begleitung. Die hat sich in den letzten 5 bis 10 Minuten nicht wirklich geändert. Ich habe die Zahlen nachgeguckt, das ist ziemlich Banane, es ist 1 bis 5. Das hier ist übrigens die 1. Da hätte man jetzt auch so drauf kommen können, ich weiß doch nicht, was das bringt. Dass das ja eine 1 ist. Aber gut. Ja. Oh. Gut, dass ich jetzt nochmal durchgelaufen bin. Weißt, wir haben hier tatsächlich was übersehen. Ups. Es dauert zu lange. Jede Minute, die ich mit der Durchsuchung dieses Hauses verbringe, bringt die Gefahr, dass jemand hereinkommt und mich entdeckt. Ich würde auf diese Aufzeichnung in den Stoßzahn mitnehmen, aber ich fürchte, er bemerkt, dass sie weg sind. Bereits jetzt fürchte ich mich vor dem, was er weiß. Oder vor dem, was seine Frau vielleicht weiß. Das letzte Mal hat sie mich fast erwischt. Ich war direkt in den Sonnenraum gereist. Ich ging in sein Arbeitszimmer, als ich Schritte aus Richtung der Halle bemerkte. Sie sprach mit jemandem, sie lachte und für einen herzzerreißenden Moment dachte ich, sie sei Tamra. Dann erinnerte ich mich, dass meine Frau, dass Tamra tot ist. Ich ließ sie zum Sterben zurück, als ich mich aufmachte, um die Bücher zu verfolgen. Ich sagte ihr, sie solle sich mit unseren zwei Mädchen zum Riff aufmachen und sich dort verstecken. Zur Erinnerung nahm ich die Halskette, die sie mir gab, und sagte ihr, oh Gott, Tamra, ich sagte ihr, alles würde gut werden. Jahrelang betete ich, meine Worte würden sich nicht als Lüge herausstellen. Dass du es zum Riff geschafft hast, dass du die verfallenen Latisse-Wurzeln pflegtest, bei der Weberei, wie ich gebetet habe, bis ich diese Maschine öffnete. Ich sah Narayan durch sein Schild. Und obwohl mich die Barriere innen gefangen hielt, wusste ich es. Ich wusste, der Latisse-Baum war eingegangen. Narayan kann ohne den Baum nicht überleben. Niemand kann außerhalb seines Schutzes überleben. Als ich da in Arthurs Haus stand und wusste, meine Frau und meine Kinder sind tot, fühlte ich, wie der Nebel wieder entgegenwallte. So sehr ich es mir wünschte, in seiner Betäubung zu versinken, ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht zulassen, dass Arthurs Frau mich hier findet. Irgendwie schaffte ich es durch den Dunst. Ich bahnte mir meinen Weg ins Arbeitszimmer und fand das Buch, das mich zurück nach in Narnien bringen würde. Es war dort, wo ich es gelassen hatte, wo sie es nicht fallen sehen würden. Ich legte meine Hand auf den Deckel, hörte, wie sich die Tür hinter mir öffnete, und dann verschwand das Arbeitszimmer. Fast hätte sie mich gesehen. Ich weiß es. Dieses Mal war es zu knapp. Wäre das Buch nicht dort gewesen, wo ich es gelassen hatte, das nächste Mal bringe ich ein Buch von einer seiner anderen Welten mit, falls es wieder passiert. Okay. Der war immer mal wieder im... Bringt uns das hier weiter? Eher nicht so. Nee. Das Problem ist, ich weiß leider auch den Zahlencode hier nicht. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Dinger hier tatsächlich fehlen. Schau erstmal hier auf dem Boden nochmal, ob noch irgendwo was ist. Macht das einen Unterschied? Nee, die gehen alle so.
Ich weiß halt auch nicht, was ich dann nachbilden soll. Hat er vielleicht noch irgendwas geschrieben? Aber ich glaube nicht. Ich habe das dumpfe Gefühl, mir fehlt ein Hinweis. Du. Nee, er hat nichts Interessantes in seinem Büchlein geschrieben. So lange drücken, bis was passiert. Aber ich glaube, dass das Ding noch nicht an ist. Problem ist, ich bin mir auch nicht sicher, wie ich es anmache. Weil hier geht nur der Weg. Jetzt wäre das hier zumindest mal irgendwie verbunden, aber... jetzt auch nicht so schön. Ich übersehe doch irgendwas, oder? Das leuchtet auch nichts auf, gar nichts. Nee, es leuchtet nix. Und ich habe auf dem Boden auch keine Hinweise. Nee, können wir nicht hin. Das war das erste. Eine Rätsel so schön einfach. Kann hier irgendwas machen? Das ist auf jeden Fall hier mit allem verbunden. So weit, so klar, so gut. Hier irgendwo einen Hebel übersehen? Nee, das ist kein Hebel. Und so langweilig das jetzt auch sein mag, es gehört irgendwo doch auch mit dazu. Hier quakt der nur wieder rum, wenn ich hier drauf drücke. Das heißt, das bringt mir nicht so viel, ihm nochmal dabei zuzuhören. Weil behält er diesen Strom bei, wenn ich das Tor in die andere Richtung aufmache? Wow. Mal schauen. Machen wir mal erstmal wieder in die andere Richtung. Aber ich glaube, dass uns das dann die Stromversorgung grillt. Weil das Ding bleibt jetzt stehen. Genau. Die Versorgung ist dadurch dann absolut gekappt. Wir können natürlich jetzt wieder zurücklaufen, aber die Tür dürfte dadurch dann auch nicht mehr mit Strom versorgt sein. Nee. Das funktioniert so also auch nicht. Das heißt, hier bleibt uns eigentlich nur die Turbine in Gang zu lassen. Aber zumindest eine Stromversorgung. Oder Energieversorgung, wie man es nimmt. So. Genau, dieses Ding hier hat 5 Ecken, nur weiß ich nicht ganz genau, wie wir die umverteilen sollen. Weil das Ding das hier versorgt. So. Okay.
Fehlt uns hier irgendwo vielleicht ein Hinweis? So, mal einmal hier hochgehen. Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Sowas könnte man hier weiter, aber hier ist nichts. Okay. Nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. So. Und hier können wir auch nichts machen. Das ist wahrscheinlich der Zugang. Nee, ist nicht der Zugangspunkt. Okay. Okay, das Ding hier ist halt nicht mit Strom versorgt. Denn das gute Ding da drin können wir auch nicht. Das haben wir zwar jetzt vollgepumpt mit Luft, mit Dampf, aber das bringt gar nichts. Zumindest aktuell nicht. Ich weiß halt hier überall, ob ich hier irgendwo irgendetwas übersehen habe. Jetzt fällt tatsächlich mal auf, dass ich nicht mit Lösungen spiele. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich hänge. Wir können hier auch nirgendwo weiter. Hier ist die Treppe hinüber. Das heißt, wir konnten halt nicht in das Schiff hier reinsteigen. Das hat sich hier aber auch schon losgekoppelt. Wenn es genau richtig ist, können wir... Machen wir doch mal hier eins zu. Müsste ja dann reichen, dass wir nach oben können, oder? Vielleicht haben wir eine Chance, hier irgendwo noch in der Etage was zu kriegen. Nee. So. Ja, ist gut. Vielleicht können wir ganz oben noch was finden. Glaube und befürchte aber das nicht. Immer noch nicht. Aha, okay. Also ganz nach oben kommst du nur dann, wenn du wirklich alles unten zumachst. Okay. Er mag's heiß. Wir wissen ja ungefähr, auf welcher Einstellung das war und der Rest ist ja eigentlich egal. Wenn wir diesen Hebel an der Seite nicht mehr benutzen, dann pumpen wir das Ding hier vielleicht mal ein bisschen weiter voll. Noch ein Stück nach oben. Ah ne, von da drüben sind wir, glaube ich, gekommen. Jetzt auch nur links. Es sieht aber so aus, als ob man da hoch und dann in den Fels da hinten rein kann. Nee, das geht nicht. Also ich würde die drei hier oben einfach mal so lassen. Und schauen wir mal in der Richtung weiter. Das kürze ich mal ganz kurz ab. Brauchen wir uns auch nicht fünfmal anschauen. So. Und hier nach unten geht es nicht. Hier auf dem Weg liegt auch nichts, ne? Nee. Nöb. Nöbel die Nöb. Auch nix. Hm.
können hier höchstens... warte, kommen wir da dran, bitte? Nee. So hoch können wir leider nicht springen. Wir sind absolut unsportlich. Aber so absolut unsportlich. Und nein, wir können hier leider nicht in den Fels rein. Hier gibt es auch keinen weiteren Weg. Schade. Und dahin auch nicht. Ich hatte ja auch schon probiert, das klappt auch nicht. Hier auf dem Weg lag auch nichts. Okay. Das Ding hier ist nicht versorgt. Kann ich auch in keine Richtung ziehen oder sonstiges? Ich schau kurz mal, ob mir irgendwas hier an der Versorgung auffällt, aber eigentlich nicht. Okay. Gibt es noch einen Weg? Sonst würde ich tatsächlich diese Welt ruhen lassen und hoffen, dass wir vielleicht in einem der anderen Dinger, weil hier haben wir ja schon ein paar Mini-Hinweise für die dritte Welt, dass wir uns die vielleicht hier mal zuerst anschauen. Nee, auch nix. Kann ich hier hoch? Nö. Nee. Das dürfte auch nicht so unbedingt das Hilfreichste sein hier. Muss ich tatsächlich sagen, dass ich jetzt mal... Nachdem ich mich hier gerade ein bisschen schwer tue, das Ganze hier mal ruhen lasse. Wenn ich die Sachen halt verstehen würde, das hier ist auf jeden Fall diese Achterbahn, glaube ich. Achterbahn sage ich schon, das... Ach Gott, wie heißt das gute Ding? Kann man nichts mehr machen. Genau, Achterbahn. Hier kann man auch nichts mehr machen, ne? Das ist zwar ein Zeichen, dass man etwas machen können sollte, aber ich kann nichts machen. Das setzt aber, glaube ich, auch einfach nur die Energie hier um. Das heißt, es ist ganz gut, dass das da ist. Hui. Ja. Ich habe meinen eigenen Faden gerade verloren. Kann man hier irgendwas machen? Nö. Kann man auch nichts mitmachen. Alles klar. Dann würde ich sagen, lasse ich das tatsächlich einfach mal ruhen. Und vielleicht finden wir irgendeinen weiteren Hinweis noch in der dritten Welt. Außer mir kommt jetzt gerade hier irgendwie irgendwo eine zündende Idee. Aber ich sehe hier auch nichts. Ich schätze, dass die Versorgung dann auch sagt, hier das Ding hier mit versorgen. Hier kommen wir tatsächlich nicht runter. Hier können wir nichts tun. Na gut. Abseits der Wege geht auch nicht.
Das heißt, wir kehren mal zurück. Wow. Das ist irgendwie hübsch. Und schauen uns vielleicht mal die andere Welt an. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Ich habe keinen Plan. So. Jetzt ist die Frage, wie kamen wir am besten hier runter? Hier lang. So. In dem Ding hier. Hier gab es doch auch noch Hinweise. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Mal schauen. Hier war ja auch die Hilfestellung für die Murmeln und das Gewicht. Aber okay, mit Elektrizität kann man diese Steinchen da schweben lassen. Und mit Elektrizität geht das Ding hier auf. Gut, das, die Pflanze. Wirklich hilfreich war das jetzt auch nicht. Hier vielleicht noch was? Ne, hier liegen nur Kugelreste. Das ist auch eine Hilfe für die Murmelwelt gewesen. Hinlegen können wir uns leider auch nicht. Okay. Dann. Da passiert auch nichts mehr. So, dann geht's hier wieder raus.